Mario ist immer nur passiv. Oh, ja. Einfach die WG. Ich muss helfen, ich muss helfen. Wärst du nicht denn doof, wenn ich mir eine Nacht mit Franzi gönne so? Ist schon ein bisschen komisch, ne? Okay, ganz kurz Leute, what the fuck is this? Wir machen den ultimativen Anti-Corona-Quarantine trotzdem zusammen Videodreh-Modus an, okay? Und zwar wird das Ganze folgendermaßen laufen. Doreen und ich machen jetzt einen Instagram-Livestream, wo wir Fuck, Marry, Kill spielen. Und zwar quasi zusammen. Und wir dachten uns, okay, lass uns doch auch direkt ein Video zusammen machen. Ich glaube, ich starte lieber einfach direkt in den Stream, sonst ist es irgendwie weird. Du sagst einfach, mit wem du am liebsten Eis essen gehen willst, mit wem du am liebsten eine Torte ins Gesicht schlagen willst und wem du am liebsten ins Klo runterspielen willst. Genau, ja. Ja, dann starte ich einfach mal. Ich dachte mir, ich fange mal mit so Leuten an, die so ein bisschen TikTok-affiner sind. Also wie würdest du dich entscheiden? Bei Y-Niels, Theo Caro und Leon Content. Also Theo, Y-Niels und Leon. Ah, fuck. Also, warte. Boah, ich bin Also ich kenne Leon, kenne ich halt persönlich. Das heißt, Theo, like my bank. Ja, und also nein. Ja. Theo kenne ich so halb und Nils kenne ich halt gar nicht. Wie kann man jemanden so halb kennen? So, du hast die eine Hälfte von ihm schon mal gesehen, also hallo, ja. Und die andere Hälfte ist einfach so in der Dunkelheit geblieben. Warte, ich muss mal ganz kurz nachdenken. Was gibt's jetzt? Fuck, Mary und Kill. Gut, also, killen, ich würde jetzt, ich sag jetzt einfach mal, ich kille Y Nils. Also, es ist echt hart, aber einfach nur, weil ich ihn nicht kenne. Und halt, ich mag's wahrscheinlich, oder? Doch, also... Erst natürlich, wenn man ihn mag. Ich mag die alle so, deswegen. Okay. Dann machen wir es so, ich würde Theo, würde ich... Oder Leon? Leute, ich bin überfordert. Ich werde auch schon direkt. Ja, und du reden wir total rot. Dann nehme ich Theo und Leon würde ich heiraten. Ja, machen wir es so. Ja, das ist doch eine smarte Entscheidung. Also kann ich alles auf jeden Fall so supporten. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, sagen, ich würde mir den Leon auf jeden Fall von der Nacht schnappen, so, weil mit dem ja, hat er wenigstens Bock. Aber ich glaube, den Theo würde ich gerne heiraten, weil ich mag seine blonden Haare. Mit denen würde ich dann, glaube ich, jede Nacht kuscheln, so, wenn ich verheiratet wäre mit ihm. Und ich glaube, ich würde auch Nils umbringen, so, weil der mir irgendwie am wenigsten Mehrwert bringt, sind auf Sex- und Mary-Ebene, so. Wir machen was. Also, ich habe mir auch Namen aufgeschrieben. Ich habe mir natürlich ja wieder hier eine Liste gemacht, aber du ja diesmal auch. Ich habe mir rausgesucht einmal die Franziska Elea, ja. Dann Selina Moore. Ui. Und Lisa Küppers. Boah. Das ist eine starke Staffel. Ja, ne? Also erstmal würde ich Franzi in jedem Fall heiraten. Ja, ich wusste es auch. Allein wegen Katzen und so. Alter, allein wegen Katzen. Allein, weil Franzi einfach absolutes Heiratsmaterial ist. Also Franzi definitiv heiraten. Mit der könnte ich mir auch richtig geil vorstellen, einfach so eine Ehe zu verbringen irgendwie. Dann Selina und Lisa. Boah. Ich mag beide echt total. Ich habe mit beiden auch so super die nice Freundschaft irgendwie so. Mit Lisa hatte ich auf jeden Fall immer mehr zu tun, aber mit Selina hatte ich halt auch schon so richtig die nice Deep Talks und so. Deswegen keine von beiden würde ich gerne töten. Boah, ist das eine schwierige Entscheidung. Mhm. Boah, scheiße, Mann, das ist eine richtig, richtig verdammt schwierige Entscheidung. Aha. Ah, warte mal, das Ding ist, dass Lisa ist definitiv, ich glaube, sie kommuniziert es auch selber, dass sie, was Jungs angeht, halt noch nicht so krass die Erfahrung hat. Daher glaube ich, dass einfach so der Geschlechtsakt mit ihr durchaus weniger... Wie mit Selina. Ja, dann töte ich Selina. Dann nächste Runde, würde ich sagen, oder? So, ich dachte mir, jetzt bringe ich dich mal ein bisschen mehr in die YouTuber-Welt rein, weil du jetzt ja auch mit YouTube angefangen hast. Ja. Deswegen wäre es bestimmt spannend. Also, die Auswahl ist folgende. Marvin McNisterfin. Okay. Kennst du? Ja. Julian Bam und Tanzverbot. Okay, ich glaube, ich würde... Gibst du, du wirst ein Tanzverbot schlafen. Da gibt es ganz viele verschiedene, interessante Körperstellen, die man auschecken kann, so, weißt du? Okay. Also da ist mehr dran als bei Ju zum Beispiel. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich kenne die natürlich alle nicht persönlich. Marvin ist ja jetzt wieder... Schon schwul. Ja, schon, oder? Also ich glaube, ich könnte ihn nicht heiraten, weil ich dann so... Dann müsstest du immer so ein Drag-Leben leben. Ich glaube, Und neben ihm würdest du dich wahrscheinlich die ganze Zeit ein bisschen underdressed fühlen. So. Ja, das stimmt. Daher ist jetzt die Überlegung, ob ich dem lieber eine Nacht verbringe oder ihn töte. Und dann überlege ich jetzt eine Nacht mit Marvin wäre, glaube ich, in jedem Fall einfach super spannend. Ja, ne? Ich glaube halt auch. Deswegen würde ich das eine Nacht mit Marvin. Tanzverbot würde ich killen. Süßer Penny. Keine Ahnung. Und dann würdest du mit Ju den Rest deines Lebens verbringen. Mit einem Typ, der dann doch durchaus sehr viel arbeiten möchte. Will ich nur annehmen. Ja, doch. Ich glaube, doch. Den finde ich... Also ich verfolge ihn gar nicht, aber ich glaube, er ist sympathisch, oder? Deswegen... Er ist auf jeden Fall super sympathisch. Er ist voll der Ehrenmann so. Und ich glaube tatsächlich auch in einer Beziehung... Ich glaube auch dadurch, dass er schon das Ganze, was er jetzt macht, schon ein paar Jährchen gemacht hat und schon auch Erfolge und sowas krass erreicht hat, dass er mittlerweile, glaube ich, auch offener dafür wäre, dann auch mal irgendwie so ein Wochenende einfach
einfach zu chillen irgendwie. Deswegen eine gute Entscheidung. Hättest du auch so entschieden? Ihr werdet auf jeden Fall ein heftiges Hochzeitsvideo irgendwie bekommen. Wahrscheinlich wird sein Bruder Sean es dann drehen. Wenn Corona-Zeit rum ist, dann darf man auch wieder heiraten. Das ist schon nervenraubend, dieses Spiel, muss ich ehrlich sagen. Es ist intim und aggressiv, ja. Okay, ich muss mal gucken, wen ich hier jetzt nehme. Lisa Lena als Doppelpack. Ja, die kann man quasi vom Alter her zusammenzählen und dann sind sie wieder volljährig. Die sind eh volljährig, oder? Nein, die sind easy erst 16, maximal 17. Nein. Wir nehmen Lisa und Lena, dann Julina und Julia Beautics. Boah, töten würde ich da erstmal generell definitiv niemand. Boah, damn schwierig. Also mit Julia hatte ich letztes Jahr richtig, richtig viel zu tun. Deswegen würde ich die auf keinen Fall töten. Mit Julina habe ich jetzt gerade in den letzten ein, zwei Wochen irgendwie mehr zu tun gehabt. Deswegen würde ich auch ungern töten. Mit Lisa und Lena, da hatte ich halt mit einer von den beiden, ich glaube es war Lisa, irgendwie eine Weile hier und da geschrieben und sowas. Aber so richtig persönlich gesehen haben wir es noch nicht. Das heißt, zu denen habe ich, sag ich mal, die uncloseste Beziehung. Da ist aber das Problem, wenn ich die jetzt töte, dann töte ich ja direkt zwei auf einmal. Oder ich töte nur eine von beiden. Ja, aber das ist ja noch viel beschissener, weil die andere dann ja nicht mehr hat. Das ist ja eigentlich noch viel dümmer. Ja, aber dann, also keine Ahnung, so, lass nicht die zweimal, weißt du. Das Ding ist ja auch, ich muss ja nur irgendjemand töten, sonst würde ich so jetzt nicht sprechen, aber letztendlich muss ich mich jetzt irgendwie entscheiden. Also ich glaube einfach, Lisa und Lena müssen leider jetzt doch irgendwie dran glauben, weil ich mit denen einfach bisher noch nicht genug Kontakt hatte. Ich muss sie mal persönlich treffen, dann würde ich mich bestimmt auch nicht mehr dazu entscheiden, die zu töten, aber aktuell Standpoint vor allem wegen der Auswahl, weil ich mit Julina und Julia wirklich auch, ja, weil ich die erst voll gute Freunde von mir zähle. Deswegen ist es auf jeden Fall the kill. Boah, Julina. Ah, und Julina ist nicht volljährig. Deswegen, das heißt, sie heiraten. Aber sie ist eh eher so eine Frau zum Heiraten, oder? Also sie ist ja... Ja, ich ja jetzt, mit Julina habe ich auf jeden Fall... Aber boah, Julia ist halt auch fucking intelligent so. Also man kann mit beiden echt kranken Deep Talk reden und so. Und ich habe mit beiden auch schon so richtig, richtig geisteskranke Gespräche geführt so. Mhm. Was halt dieses typische Heiratsmaterial ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass beide echt gute Mütter wären so. Voll süß. Fucking schwierig. Aber nee, einfach der Grund, weil Julina noch nicht volljährig ist und Sex illegal wäre, würde ich Julina heiraten und Julia knallen. Ich weiß gar nicht, wie ich entschieden hätte. Ich kenne Lisa und Lena, habe ich nur einmal getroffen. Julia habe ich noch nie gesehen und Julina habe ich auch noch nie gesehen. Von daher, I don't know. Aber ich glaube... Wieso dein Vibe dann so? Weil dann ist deine Entscheidung auf jeden Fall schwieriger so. Also ich glaube, Julina würde ich safe irgendwie heiraten. Weiß nicht, die kommt so lieb rüber und so. Weiß nicht. Ja, und die ist halt super motiviert. So. Da kannst du sicher sein, wenn du die heiratest, dann bist du auf jeden Fall irgendwie auch automatisch erfolgreich, weil die dich so mit ihrer Energy hochzieht. Ja, und vielleicht würde ich trotzdem so entscheiden wie du, weil... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich würde eh mit... Ach, vergiss es. I don't know. Okay. Bin ich wieder dran, oder? Also du. Also ja, ich muss dir wieder Namen vorlesen. So, als nächstes. Okay, die nächsten drei. Aha. Okay, bist du bereit? Mhm. Ja. Marius, jemand und Fassi. Oh, ja. Einfach die WG. Oh fuck, okay. Ich würde, wir gehen das jetzt mal ganz strategisch an. Passi kenne ich, also habe ich am wenigsten Kontakt. Daher musste ich ihn leider umbringen. Ja, Simon ist eigentlich entscheidend. Aber Passi hat eh auch, also ist schon gut bedient, sag ich mal, in seinem Leben. Ich glaube, der kann es verkraften. Dann quasi von dir, diese Siegel zu erhalten. Okay, und dann, ich muss ja überlegen, mit wem ich unangenehm. Ich glaube, ich würde dich heiraten. Boah, dann würde unsere Ehe aber auf einem ganz schlechten Start basieren, Alter. Erstmal meinen einen Mitbewohner umbringst, mit dem anderen schläfst. Sorry, aber guck mal, das ist ja, dann würde ich ja lieber länger mit dir zusammen sein, als mit irgendwie Marius. Ich glaube, da müsste ich mein Ego auf jeden Fall mal besänftigen und irgendwie denken, okay, ja, es muss irgendwie so sein. Ja, okay, wie würdest du es denn bei mir, Franzi und Carina machen? Carina kenne ich halt so gut wie gar nicht, deswegen würde ich, also einfach nur, weil ich sie wirklich, wirklich echt wenig kenne und erst einmal getroffen habe bisher, würde ich halt leider Pralina Carina töten müssen. Und Franzi und du, oh, das ist so kacke, weil ich mich gerade vorhin bei Franzi auch schon so für eine krasse Ehe entschieden habe. Aber du bist ja auch so katzenaffin. Wie wär's für dich denn doof, wenn ich mir eine Nacht mit Franzi gönne so? Das ist schon ein bisschen komisch, ne? Ja, wenn wir danach halt heiraten, ist halt schon kacke so. Eigentlich müssen wir müssten eigentlich, ich habe eine gute Idee. Also wenn wir das so machen wollen, dann müssten wir quasi uns gegenseitig einmal erlauben, dass du halt einmal mit Marius abhängst und ich halt einmal mit Franzi und danach tun wir so, als wäre es nicht passiert. Und, ja, genau, so hätte ich das jetzt auch gedacht. Und dann gucken wir auch noch drüber hinweg, dass wir gegenseitig irgendwie so gute Freunde von uns einfach auch getötet haben und dann ist ja im Prinzip alles ready und fair für eine gute Ehe. Ja, so ist alles fair, oder? Ja. Ja, oder? Ja, perfekt. Dann haben wir das Leben eigentlich schon ausgeplant. Ja, perfekt. Wie viele Kinder hast du so? Mindestens bei mir? Zwei. Ja, ich hätte auch so gesagt. Unter 12 geht eigentlich nichts bei mir so. Ja, doch. Ja. Wie viele Katzen bist du? Wie viele Katzen? 3. Okay, perfekt. Warte kurz, lass mich kurz noch eine weitere auf Amazon bestellen. Ah, nee, du hast ja auch schon eine, gell? Das heißt, du kannst einfach zusammenwerfen. Genau. Haben okay. Schon drei? Was mir noch wichtig ist, ich will 3 Piranhas auf jeden Fall. Okay. Aber ich will die nicht in einem Aquarium haben, sondern ich will, dass die frei in der Wohnung rumlaufen. Rumlaufen? Ja, ja, genau. Ah, also okay. ich will die so genmanipulieren. Das hatte ich vor, dass ich die so genmanipuliere, dass die cool. Dinge auf Treppen laufen bei und sowas. Aber. Und genau, und dann sollen die das jetzt heißt, immer mit Katzen boxen. Das heißt, du willst auch dann in einem tollen Haus wohnen. Unge, Coronavirus und Pietro Lombardi.
Okay, ich entscheide mich jetzt. Also, das Coronavirus würde ich töten. Ja. Würde die Kanüle nehmen. Dann, ich glaube, Unge würde ich heiraten, weil er einfach irgendwie so geiles Leben führt. Auf ja, und er ist eine harte Vaterfigur. So. Und ich glaube, Vaterfiguren sind, glaube ich, generell cool zum Heiraten. Eine Vaterfigur, ja. Also, das heißt, Unge würde ich heiraten, ein schönes Leben auf Madeira. Ja, Pietro, das ist auch eigentlich ein süßer teilweise. Deswegen in der Nacht mit Pietro verbringen. Voll. Also kann man absolut nicht gegen sagen, so gegen so einen Nacht mit Pietro. Ich glaube, der würde auch richtig Spaß machen. Ja. Ich weiß nicht, wie sein aktueller Familienstatus ist. Er ist ja Daddy, aber er ist halt auf jeden Fall ja nicht mehr mit Sarah zusammen. Ich weiß nicht, ob er aktuell eine Freundin hat. Wenn er Single ist, dann absolute Gönnung. Ja, Freunde, schreibt in die Kommentare, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn Corona wieder rum ist, dann können wir nämlich auch uns mal wieder treffen und wieder Videos zusammen drehen, was auf jeden Fall mal eine Neißigkeit ist. Aber ey, ohne Witz, also für mich fühlt es sich gerade voll so an, als hätten wir einfach auch wirklich gerade einfach so Zeit verbracht und irgendwie wieder nachgehangen. So. Ja, voll cool. Ist halt schade, dass man sich nicht irgendwie knuddeln kann und so. Ja, voll schade. Aber ja, dann lass öfters live gehen. Lol, okay, Leute, da ging am Ende kurz halt nochmal die Kamera aus, leider. Aber der Stream hat overall auf jeden Fall mega Bock gemacht. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es auch cool fandet. Irgendwas muss man ja machen jetzt in dieser ganzen Zeit, wo wir alle daheim bleiben müssen. Deswegen, bleibt auch zu Hause, stay home. Lasst uns auf jeden Fall die Verbreitung vom Coronavirus so stark wie möglich verlangsamen. Es ist jetzt nur eine Phase, natürlich ist es kacke, wir alle finden es nicht cool. Aber letztendlich ist es trotzdem besser, als wenn irgendwelche Leute da jetzt wirklich krank werden und möglicherweise schlimmere Dinge passieren. Deswegen auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Lasst dem Video 10.000 Likes da, wenn ihr es nice fandet, weil dann machen wir alle Fat Cash. Und ja, schreibt uns witzige weitere Pakete von Menschen oder Viren in die Kommentare, mit denen man wieder Fuck, Mary, Kill spielen kann. Okay, macht's gut. Tschüss.